Um Wahrscheinlichkeitsaufgaben zu lösen, kann man verschiedenartige Darstellungen verwenden. In manchen Fällen dienen die Venn-Diagramme, in anderen Fällen dienen zum Beispiel Baumdiagramme oder auch noch andere Diagramme und in gewissen Fällen sind die Vierfeldertafeln sehr nützlich. Wir werden hier anhand eines Beispiels sehen, wie man das macht. In einer Schulklasse sind 5 Mädchen und 25 Jungen. 80% der Jungen interessieren sich für Fußball, das tun aber nur 20% der Mädchen. Ein Schüler sagt, Fußball ist doof. Mit welcher Wahrscheinlichkeit war das ein Mädchen? Hier setzt man diese Tafeln ein, die man wie folgt aufstellt. In dieser ersten Spalte sind die Mädchen untergebracht, in dieser zweiten Spalte sind die Jungen untergebracht. In dieser ersten Zeile sind die Fußballliebhaber untergebracht und in der zweiten Zeile sind die Schüler untergebracht, die Fußball nicht mögen. Legen wir los. In einer Schulklasse sind 5 Mädchen, also insgesamt sind 5 Mädchen da und 25 Jungen. Insgesamt sind 25 Jungen da, was also bedeutet, in der Klasse sind insgesamt 30 Schüler. Jetzt steht hier, dass 80% der Jungen sich für Fußball interessieren. Also das sind 80% von den 25. Wir berechnen also 80% von 25. Das rechnet man selbstverständlich so. 80 pro Cent von 25. Und 80 Hundertstel mal 25, das macht 20. Also sind 20 Jungs, die Fußball mögen. Und da insgesamt 25 Jungen in der Klasse sind, sind auch noch 5 Jungs da, die Fußball nicht mögen. Hier steht, dass 20% der Mädchen Fußball mögen. Also berechnen wir 20% von diesen 5 Mädchen. 20% von 5, das rechnet man so. 20 pro Cent von 5, das macht 1. Also ist ein einziges Mädchen in der Klasse, das Fußball mag. Da insgesamt 5 Mädchen da sind, gibt es auch noch 4 Mädchen, die Fußball nicht mögen. Und jetzt schauen wir, mit welcher Wahrscheinlichkeit war es ein Mädchen, die sagte, Fußball ist doof. Da der Schüler hier sagt, Fußball ist doof, muss das ein Schüler sein, der Fußball nicht mag. Also berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Mädchen war, wenn wir wissen, dass dieser Schüler Fußball nicht mag. Die Definition dieser bedingten Wahrscheinlichkeit besagt, wir rechnen die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung. Oder auch wir rechnen die Mächtigkeit vom Schnitt geteilt durch die Mächtigkeit der Bedingung. Die Mächtigkeit von Mädchen und mag kein Fußball, das ist diese 4 da. Es gibt ja 4 Mädchen, die kein Fußball mögen. Und die Mächtigkeit der Bedingung, das ist die Anzahl Schüler, die Fußball nicht mögen. Das sind diese 4 plus diese 5, also diese 9. Die Wahrscheinlichkeit beträgt also 4/9. Und die Aufgabe ist somit erledigt. Beantworten wir die gestellte Frage noch mit einem Endsatz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage von einem Mädchen war, beträgt 4/9. In dieser Tabelle können wir übrigens noch einen Test machen. Insgesamt sind 1 plus 20 Schüler, das heißt 21 Schüler, die Fußball mögen. Es gibt insgesamt 9 Schüler, die Fußball nicht mögen. Diese 21 plus die 9, das macht effektiv diese 30. Und die 5 plus 25 macht auch 30. So kann man hier testen, ob man nicht doch irgendwo einen Fehler gemacht hat. Übrigens, da sind viel mehr Felder als nur 4. Man nennt solche Tabellen trotzdem Vierfeldertafeln wegen dieser 4 Felder hier in der Mitte. Deshalb nennt man das Vierfeldertafeln.